Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte durch heute diese Aufgabenstellung durchgehen. Es sei A eine quadratische Matrix, für die gilt, dass A hoch n gleich 0 ergibt, also dass die Matrix A n mal mit sich selbst multipliziert die Nullmatrix ergibt. Beweisen Sie, dann ist die Matrix M ist E minus A, also Einheitsmatrix minus der Matrix A, invertierbar. Und es gilt für die Inverse von M, dass über diese Summe ausgedrückt werden kann, wobei wir davon ausgehen sollen, dass eine Matrix A hoch 0 die Einheitsmatrix ergibt. Hier muss man zuerst ein paar Vokabeln sich in Erinnerung führen. Also erstmal nilpotent ist nochmal, dass dieses A hoch N gleich 0 ergibt. Wenn eine Matrix A irgendeine Potenz hat, sodass sie die Nullmatrix ergibt, sagt man, sie ist nilpotent. Und wir brauchen die Definition für die inverse Matrix. Fangen wir erstmal an, was bedeutet eigentlich diese Sache hier mit dem Summzeichen? Also das Summzeichen bedeutet ja quasi, M invers ist die Summe von K hier eingesetzt, das kleinste K ist 0, also A auch 0, plus, und jetzt zählen wir immer hoch, A auch 1, A Quadrat, 3 und so weiter. Und das letzte Summenglied ist dann hier A hoch n. Minus 1 und davor kommt noch a hoch n minus 2 und so weiter und so fort. Zusätzlich haben wir hier jetzt dieses a hoch 0 stehen und wir wissen ja, das a hoch 0 soll eher geben, dass nochmal was hier steht. Dann wissen wir, die Matrix M ist im Endeffekt e minus a. Und jetzt können wir das hier in die Definition einsetzen und dann hoffen wir mal, dass da auch am Ende nur das e rauskommt. Das wäre dann e minus a. Hier müsst ihr auf die Klammern achten, weil das obere. Ich mache jetzt hier gleich das e rein. So, ich schreibe jetzt noch ein vorhergehendes Glied mit rein. Also a n minus 2 wäre der Vorgänger plus a n minus 1, das ist der letzte, also das Endglied oben. Wenn wir jetzt jedes mit jedem ausmultiplizieren, müssen wir uns kurz eine Rechenregel auch nochmal in Erinnerung rufen. Nämlich irgendeine Matrix M mit der Einheitsmatrix multiplizieren, und es ist egal, was M ist, ergibt es wieder M. So, also fangen wir an, erstmal das E mal all dem zu nehmen. E mal E ist die Einheitsmatrix. Dann E mal A. Und jetzt könnte ich eigentlich erstmal alles nochmal abschreiben hier. Weil die alle wiederholen sich nochmal, wenn ich es mit E multipliziere. Was passiert, wenn wir jetzt das mit dem Minus A durchmultiplizieren? Minus A mal E ist Minus A. Minus A mal A ist Minus A. A Quadrat. Und das geht dann erstmal so eine Weile weiter. Dann haben wir auch minus a hoch n minus 2 mal a ist dann a hoch n minus 1. Und ganz am Ende müssen wir noch mal rechnen, minus a mal a hoch n minus 1. Dann wird es nämlich zu minus a hoch n. Und jetzt sehen wir vielleicht schon so ein bisschen, worauf das dann hinauslaufen muss, weil nämlich plus a minus a hebt sich auf. Plus a Quadrat minus a Quadrat hebt sich auf. Alle davor heben sich auch auf. Davor ist ja dann noch kleinere. Also die alle gehen weg. Also der geht weg. Und der geht weg. Und die einzigsten, die jetzt übrig bleiben, ist nämlich dieses e minus a hoch n. Ja, aber das ist ja blöd. Wir wollten ja eigentlich, um die Definition zu beweisen, müsste hier die Einheitsmatrix rauskommen. Da steht aber noch minus a hoch n. Ja, wir können jetzt nutzen, was oben steht. Wir arbeiten ja mit einer nilpotenten Matrix. Also ist ja vorgegeben, dass a hoch n 0 ergibt. Dann habt ihr quasi
das minus dem und dann bleibt nämlich nur noch das e übrig. Und damit hätten wir jetzt schon mal diese Richtung hier gezeigt. Zur Vollständigkeit müssten wir jetzt aber eigentlich auch die Gegenrichtung zeigen, also dass m invers mal m auch die Einheitsmatrix ergibt. Das ist aber vom rechnerischen her fast der gleiche Beweis, nur dass ich jetzt hinschreibe, zuerst das und dann mal dem. Dann passiert aber die gleiche Rechnung wie oben. Wir multiplizieren es aus. Die ganzen Sachen rechnen sich weg. Und ich habe nur noch übrig e minus a hoch n. Das ergibt dann wieder die Einheitsmatrix. Hier mussten wir aber beide Richtungen zeigen. Warum? Weil Matrizenmultiplikation im Allgemeinen nicht immer vertauschbar ist. Deswegen mussten wir die andere Richtung nämlich auch noch zeigen. Dieses Produkt erfüllt ist, können wir jetzt im Endeffekt sagen, dass e minus a invertierbar ist, also m invertierbar ist und m hoch minus 1 ist die sogenannte Inverse dazu. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.